ganzen sechs Oberbramler Burschen bei uns hier aus dem Gerüst rauszogen. Das sind Sofia und Uli. Sie sind eins von 26 Paaren, die heuer um den Maibaum tanzen. Ja, schon und du? Schon früh haben sich die Burschen in der Wachhütte versammelt und warten auf die Mädeln. Ja, hoffentlich klappt halt alles so, wie es soll, ja. Es soll ja auch regnen, ich hoffe nicht. Ja. Und dass wir die Tänze so schaffen, so gut wie wir sie auch geübt haben. Genau. Hm? Jetzt gehen wir in unsere Wachhütten. Es war echt eine schöne Zeit mit ganz wenig Schlaf, mit früh zum Werkeln, mit ganz viel lustige Geschichten, die man nicht alle erzählen kann. Aber wir sind, glaube ich, auch froh, wenn es jetzt vorbei ist und wenn wir mal wieder ein bisschen schlafen können. Ja, Stimmung. Super. Gut. Wir haben gutes Wetter, es regnet nicht. Was wollen wir mehr? Was macht denn ihr heute? Ja, mit denen heute muss ich spielen, gell? Wir sind die Harthauser Musi. Und halt geht's auf. Alles ist gerichtet. Der Unterbichler Thomas hat angespannt. 8:30 ist's, notiert der Burschenvorstand Michael Bichlmeier. Und los geht's. 900 Meter sind es bis zum Dorfplatz. Schon dabei beim Maibaum Aufstellen? Beim Maibaum Aufstellen selber, ja, seit ich ein Kind war, aber jetzt zum ersten Mal beim Tanzen auch dabei. Ich bin der Sebastian Frenkel, auch der Hugo, das ist der Spitzname und ja, ich bin jetzt beim Burschenverein der Zeugwart und ja, auch im Maibaumkomitee. Wie viel Maibaum oder wie viele Maibäume hast du schon aufgestellt? Das ist jetzt der zweite, der andere war in Neukäferloh, weil ich bin auch bei den Schützen und habe da mitgeholfen. Genau, ne, aber jetzt ist es der erste in Großbrunn. Ja, bist du aufgeregt heute? Bisschen, aber das hat sich jetzt eh schon wieder gelegt, weil das Festwochenende war eh schon hart. Kaum angekommen, beginnt auch schon die Arbeit. Alle wissen, was zu tun ist. Hannes Busjäger führt das Kommando und er hat entschieden. Alles ist wie früher. Händisch wird aufgestellt, aber mit einem Sicherheitsgurt. Feinarbeit ist jetzt für Thomas und seinen Bulldog angesagt. Immer wenn's verzwickt wird, sind die Altburschen in ihrem Element. Halt, stopp! Okay, wir sind drin! Wir sind drin! Ja, gehen wir da was rum. Der Dorfplatz füllt sich. Mehr und mehr Zuschauer finden sich ein. Auch die Geistlichkeit ist heute früh aufgestanden. Heute stellt Grasbrunn wieder einen Maibaum auf. Was bedeutet dieser Maibaum aus christlicher Sicht? Aus christlicher Sicht bedeutet der Maibaum, es geht nicht entscheidend um den Baum, sondern es geht um die Menschen, die den Maibaum hergerichtet haben und später hier den bewundern, vorbeigehen, vorbeifahren. Es geht letztlich um uns. Wir Menschen werden gesegnet. Wir können dankbar sein und uns freuen. Wir werden ermutigt, dass wir jeden Tag hier in Grasbrunn die Welt ein Stück besser machen. Unsere Burschen haben jetzt ein anstrengendes Festwochenende hinter sich gehabt. Ich glaube, das haben alle mitgekriegt. Und dann gibt Hannes das Kommando. Ja, wir haben eine Zeit, wann ist der Ochs fertig? Also, meine Herren, um Viertel nach elf, ihr müsst das Ding da stehen. Baum.
Brachl. Das ist ein Brachlbaum. Ist der Maibaum heuer schwerer zum Aufstellen als in den anderen Jahren? Der Baum ist schwerer wie die letzten Jahre. Und? Schafft es? Das schaffen wir locker. Einer lädt der kräftige Mann da. Wie läuft das Geschäft? Gut, gut läuft es. Aber einen Schnaps machen die meisten noch nicht. Aber wir verkaufen dann immer die Festabzeichen, weil da ist kein Schnaps drin. Pass auf! Der Maibaum steht. Alles, jetzt steht er endlich, der Maibaum. Hier ist wahrscheinlich ein Stein vom Herz gefallen. Ja, ein großer, ja. Kann man so sagen. Ja, eigentlich ganz gut, für das, dass der Baum so groß ist. Also, er ist wahrscheinlich, wenn wir ausgerechnet haben, eine Tonne schwerer gewesen. Und darum haben wir halt auch gesichert. Ne? Aber jetzt ist er endlich um und jetzt kann ich wieder schlafen, weil die letzten zwei Tage war ich leicht unruhig. Da habe ich nicht mehr so schlafen können. Aber jetzt, ja, laut Angaben 33,80. Mit dem Guckel dann werde ich so 35 haben. Aber ich bin froh, dass er jetzt endlich in der Senkrechten steht und nicht mehr in der Waagrechten. I'm from Louisiana, from the United States. I'm from Baton Rouge, Louisiana. I'm from Bangkok, Thailand. I'm from Houston, Texas. We were invited by a colleague from Germany to witness true Bavarian tradition, which was perfect because we have never seen before in our lives. The people, the tradition, the camaraderie, and the community, the village, perfect. Ich finde, der Maibaum war der größte, den wir bisher aufgestellt haben. War natürlich auch dementsprechend schwer. Und aber wir haben es trotzdem geschafft. Die Burschen haben eine super Leistung vollbracht. Und wenn man es jetzt einmal muss, einen Hut aber zeigen, was sie die letzten Wochen und Monate geschafft haben. Und speziell natürlich die letzten vier Tage, wo jeden Tag ein anderes Fest war. Und die natürlich nicht nur da waren zum Ausschenken, sondern auch wieder aufbauen, abbauen und alles wieder herrichten. Und natürlich heute das Finale, den Maibaum aufstellen. Ein dickes Lob natürlich an die Großbunder Burschen und natürlich auch an die Mädchen, die auch fleißig mitgefahren haben. Wie war es denn heuer? Es war sehr schön und es hat alles passt. Es ist alles gut gegangen, mit dem Aufstellen alles passt. Das Wetter hat noch passt und vor allem ein ganz großes Lob an die Burschen. Wo kommt ihr hierher? Aus auf Kür.
Aha, und was lernst du in Grasbrunn? Wir schauen uns heute noch den Maibaum von Grasbrunno. Und ihr habt gesehen, wie er aufgestellt worden ist? Ja. Wie war's denn? Haben es gut gemacht, glaube ich, oder? Ja. Schön war's. Hat's auch gesehen. Hat passt. Ja. Hallo. Hallo. Where do you come from? We come from France. Grenoble, it's in the south of France, in the Alps. Hello, I come from France. I'm here in Weißbrunn for the Maibaum, and it's really nice to see all these festivities and this happiness. So, yeah. Do you like Maibaum aufstellen in Grasbrunn? Yeah, it was really nice. A bit cold, but it was sunny. I like the atmosphere here. Yeah. It's really nice. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Ah, c'est très bien. Ah, ouais. On voit le génie de l'homme. C'est un goût. Wie war es denn heute? Ein wunderbares Fest. Alle fünf Jahre Maibaum in Grasbrunn. Einfach eine Pflichtveranstaltung in meiner Heimat. Und den buchtigsten Baum, zumindest den ich bis jetzt gesehen habe, bei uns aufzustellen. Es war schön, mit dabei zu sein. Schon, und du? Ich, ein bisschen. Ein bisschen? Ja, jetzt bin ich noch viel aufgeregt, wenn ich da stehe. Endlich ist er da, der große Tag für Sophia und Uli. Und für 25 weitere Paare auch. Der Maibaumtanz ist die Krönung des Maibaumfestes. Der Brauch geht auf die Walpurgisnacht im Mittelalter zurück. Der Sage nach versammelten sich die Hexen auf dem Hexentanzplatz und tanzten um das Maifeuer. Ob der Michael auch noch genug Kraft hat, die Fahne zu hissen? Banges und freudiges Warten. Die Fahne. Sie ist das Signal, der Tanz kann beginnen. Und jetzt wird sich zeigen, was die Burschen und Madeln geübt haben, und wie sie mit dem Raum Dorfplatz umgehen. Haben sie einstudiert. Mit einem kleinen Schwingschritt fängt der mexikanische Walzer an. Er ist ein beliebter und lebendiger Tanz,
der seinen Ursprung in der Folklore der mexikanischen Chiapas hat. Mühlradl ist ursprünglich ein Burschentanz. Er ahmt das Klappern des Mühlrades nach. Das Klappern darf nie aufhören und wird in 10 Figuren getanzt.
Grasbrunnerinnen und Grasbrunner, liebe Gemeindemitglieder, liebe Besucher aus allerorts. Es ist mir eine große Freude, euch heute im Namen vom Burschenverein Grasbrunn herzlich zu unserem Maifest begrüßen zu dürfen. Unser Maibaum ist mehr als nur ein Baum am Dorfplatz von Grasbrunn. Er steht für den Mittelpunkt, den Zusammenhalt und das Miteinander im Dorf. Traditionell haben wir heute unseren Baum mit den Schwalbern und vereinten Kräften aufgestellt. Nicht nur beim Aufstellen, sondern auch bei allen Arbeiten rund um diesen Baum und am Festwochenende haben alle an einem Strang gezogen. Mein besonderer Dank geht hierbei an alle Unterstützer und Helfer. Herzliches Grüß Gott. Am Samstag auf Nacht bei dem Konzert von La Brass Banda war eine sehr sympathische Dame da und hat gesagt, uns sind stolz, was in einer Gemeinde los ist. Sowas kann man doch eigentlich 2-3 Mal im Jahr machen. Ich habe gesagt, wenn sie einer die Augenring von den Burschen anschauen, glaube ich nicht, dass das so hinhauen kann, aber ich gebe die Anregung gerne weiter. Ich glaube, dass für diese 33 Mitglieder des Burschenvereins Grasbrunn das Maximum zumindest erreicht, wenn nicht sogar überschritten worden ist, mit dem, was die letzten Wochen los war. Zutiefst den Respekt und den Dank der Gemeinde Grasbrunn. Der Sternpolka geht's weiter. Der Tanz geht auf die Linzer Polka zurück. Musikanten haben sie nach Böhmen gebracht und als Dudlebska Polka wird sie in Westeuropa und Nordamerika getanzt. Thank you.
Der Zworsteirer ist ein südostbayerischer Heimattanz und aus einem Landler entstanden. Bur und Madel werben und spielen rund um die Liebe und finden sich. Max, meine Frau werden. Hallo Sophia, heute in der Früh habe ich dich abgeholt. Ja. Da hat das Herz ein bisschen heftig geklungen. Tja, nach wen sind noch da? Weil ich denke, jetzt geht's vorüber. Jetzt können wir uns alle entspannen und ja, den Tag noch genießen. Und wir alle miteinander, ja, echt toll getanzt. Genau. Und der Ackerpatzer da. Wir haben einen Ackerpatzer da. Ich muss sagen, ich habe das super, super, super gemacht. Ja, war es tolle Kunstwarte auch. Ja, jetzt freuen wir uns auf 2022. Hallo Herr Bürgermeister, der 1. Mai ist vorbei. Ich glaube, dass da jetzt einige ganz froh sind, dass der 1. Mai vorbei ist. Aber es hat wirklich alles wunderbar hingehauen und da kann ich Ihnen die Burschen total stolz drauf sein. Großartig, also besser geht's nicht. Sind stolz auf die Burschen? Ja, selbstverständlich. Und auf alle, die da mitgewirkelt haben. Weil ich meine, da waren die Dirndl dabei, da waren die Altburschen dabei, da war Feuerwehr dabei. Alle haben gewerkelt und es hat hervorragend hingehauen. Ein richtig stolzer Bürgermeister. Ein richtig stolzer Bürgermeister. Am schönsten war das Tanzen mit Uli. Dankeschön.